Damit wieder ein recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen kleinen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Night People. Oder gucken wir auch gleich direkt mal rein. A swindler got away with 25.000. The police pursued him and to escape, he decided to hide in an abandoned building. Days later, the swindler body was found, but his head and the money were not. The protagonist of the game decided to visit the abandoned building and find the money. Okay. Wir gehen in ein verlassenes Haus, um $25.000 zu finden. Obwohl da jemand getötet wurde. Weiß ich nicht, ob man das machen sollte. So, für 25.000? Das wäre jetzt nicht mein Happy Place. Und ich sehe mal wieder nichts. Wie sollte es auch anders sein? Also, für 25.000 würde ich doch niemals mich in so eine Area geben. Attention. Was ist das für ein Foto? Information is requested on any member of the Bender family. Mhm. They live in abandoned places and have only been seen at night. Na, ist ja toll. It's known that they have formed a cult called the Night People, where they practice cannibalism, witchcraft and satanism. Ja, das ist ja richtig nice. Da haben wir ja richtig Spaß bei. Bewegt sich, also hat sich die Lampe gerade eben schon so bewegt? Egal, wir laufen. Ich sehe nichts. Also, warum sollte ich jetzt in die Dunkelheit laufen, wenn ich nichts sehe? Bei Night People. Und warum ist da jetzt auf einmal Licht an? Hier vorne ist eine Tür. Aber wir gehen aber erstmal dahin, wo es Licht ist. Okay. Noch mehr Licht. Also Licht ist gut. Und ich? Was ist das denn hier? Was? Ist das ein Hund mit einem Menschenkopf? Wer macht denn sowas? Sag mal, was ist denn mit euch nicht richtig? Okay, wir gehen weiter. Oh, was hier? Oh, eine Taschenlampe. Ist das eine Taschenlampe? Es ist eine Taschenlampe. Okay, hier kann ich nicht rein. Oh. Aber wer macht denn einen Menschenkopf auf dem Hund? Und wo ist der besagte Hund? Also... Der war doch gerade noch hier. Oh nee. Wer ist denn? Warum? Okay, hier komme ich nicht rein. Einfach wieder gehen? Also scheiß auf die 25.000. Was ist denn mit euch los? Ach so, das ist eine Abkürzung hier. Oder was? Oder wie? Oh. Ist ja mal gar nicht gruselig.
Ja, das ist eine Abkürzung. Oh, das ist ja toll. Wir könnten jetzt, ich weiß, wir könnten nach oben gehen. Ich weiß aber nicht, ob wir erstmal nach oben gehen oder ob wir uns erstmal hier unten umschauen wollen. Also umschauen ist das falsche Wort, würde ich sagen. Die Taschenlampe bringt aber auch wirklich so gar nichts, ey. Okay, hier geht's nicht weiter. Okay, jetzt müssen wir doch nach oben gehen. Na, ist ja toll. Kann ich sprinten? Nee, ich kann natürlich nicht sprinten. Warum sollte ich auch sprinten können in so einem Game? Eine völlig überzogene Thematik. Wir laufen einfach ganz gemütlich. Laufen wir einfach irgendwo lang. Als ob nichts wäre. Als ob nichts ist. Es ist ja alles friedlich. Es gibt ja auch keine Sekte, die irgendwie Kannibalismus, Hexerei und Satanismus durchführt. Ja. Ist auf jeden Fall ein Happy Place hier. Oh, die Geräusche, die Atmosphäre, ganz schlimm. Okay, wir gehen erstmal nach hier. Ich sehe nichts, ne? Also es ist wirklich fucking duster. Ich kann keine Türen öffnen. Wo soll ich denn jetzt hier bitte 25.000 Dollar finden? What the fuck? Was ist mit euch nicht in Ordnung? Okay, da vorne liegt Kohle. Das werden aber keine 25.000 sein. $10,000. Alter, das ist doch jetzt nicht euer Verfehlt. Also wirklich. Ich habe keine Ahnung. Also den Raum sollten wir uns merken, weil da müssen wir anscheinend später nochmal hin. I don't know why. Laufe ich richtig? Sieht wirklich aus wie mein Keller. Hey Dave, ist schön. Liegen bei dir auch 25.000 einfach so irgendwie rum? Ich mach mal ganz kurz leiser zum Vorlesen. Attention! A person associated with the Bonding family has been arrested. It is believed that he was a member of the Night People cult. During the interrogation, the owner will mention a series of absurd events such as having seen members of Bender family transform into dogs. In sowas? Was ist wirklich richtig? So, jetzt machen wir wieder lauter. Aber wir sind ja jetzt überall gewesen. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir hier hinten... Also die Türen... Ich komme in keine Tür rein. So, hier waren wir schon, ne? Außer jemand hat hier wieder neues Money gedroppt. Aber hier liegt kein neues Money. Money, 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 money. Oh Gott, die haben den Schädel aufgemacht. Da wirklich. Ihr habt ein Ding am Laufen, ey. Es ist wirklich. Es ist jetzt. Ich kann hier nichts machen. Ich brauche wahrscheinlich Werkzeug. Dann gehen wir zurück. Und wir gehen einfach mal nach unten. Nochmal.
Oder wir gehen hier rein. Hier liegt das nächste Money. Okay, wir haben 20k. Können wir jetzt gehen? Wahrscheinlich nicht. Gehen. Ich will einfach nur gehen. I want to leave. I can't leave. Okay, wir gehen einfach mal hier wieder lang. Boah, ich wette, ich muss irgendwann diese Tür hier noch aufmachen, dieses Tor. Ich weiß nur nicht wie. Okay, okay, wir gehen weiter. Hier ist kein Geld, ne? Also hier ist nichts. Die Tür lassen sich wirklich allesamt nicht öffnen. Ich könnte kotzen. Wobei besser, wenn sie sich nicht öffnen lassen. Weil, dann habe ich wenig, also, ne? Ist halt weniger zu erkunden. Achso, hier ist jetzt was Neues aufgegangen. Leave the building. Na, dann machen wir das doch. The key is in one of the apartments on the second floor. Came and get it. Come and get it. Oh, fuck you, ey. Jetzt lass mich raten, jetzt kann ich jede Tür öffnen. Öffnen. Ich kann die Türen wirklich nicht öffnen, das ist doch scheiße. So, da ist Hundi. Wir gehen mal hier lang. Natürlich ist nicht das der richtige Weg. Selbstverständlich nicht. Ich wette mit euch, das ist der letzte Raum. Da, wo wir vorhin die Bretter gesehen haben, die sind jetzt wahrscheinlich weg. Oh. Ich würde sagen, ja. Ja, ja. Ja. Die Lämpchen sind auch weg. Na, ist ja toll. Wieder an, okay. Krasse Scheiße.
Das wird es aber noch nicht gewesen sein. Ich sehe nichts. Ey, ist wirklich diese Funzel von Taschenlampe, ey. Als ob wir hier aus dem Haus raus. Wo ist denn hier eine Wand? Ich sehe nichts. Es ist zum Kotzen. Also ich höre was, aber ich sehe nichts. Und ich kann auch nicht mehr sprinten. Okay. Was ist hier los? Hallo? Ich will doch einfach nur gehen. Okay. Oh. Hey. Hundi. Das war's? Ja. Das war's. Okay. Wenn euch dieses kleine Spielchen gefallen hat, lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen. Ja, ansonsten sehen wir uns gerne wieder bei einem nächsten Spiel, was nicht so ist. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.